In diesem Video möchte ich euch den für mich momentan perfekten Fotorucksack vorstellen. Ich komme gerade von einem kurzen Reportage-Auftrag und war wieder absolut zufrieden mit meinem Rucksack. Deshalb habe ich gedacht, wenn ich jetzt nach Hause komme, mache ich direkt für euch ein kurzes Video und dementsprechend hier das Video. Also der Rucksack ist von Thule. Rucksackmodell weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, schreibe ich unten in die Videobeschreibung. Und wie gesagt, ich komme gerade wirklich direkt vom Auftrag, deshalb räume ich den Rucksack einfach mal aus und zeige euch, wie ich den Rucksack für ein Reportage-Shooting quasi packe und was die Vorteile für mich bei dem Rucksack sind. Also zum Ersten beim Kauf, bei der Recherche, was für ein Rucksack soll es werden, hatte ich die Problematik 15 Zoller MacBook. Fotorucksäcke haben ab und an zwar die Möglichkeit, Laptop einzupacken, allerdings meistens bis zu 13 Zoll. Bei dem Modell habe ich eben hier hinten die Möglichkeit, mein 15 Zoller MacBook reinzupacken, was für mich der erste enorme Vorteil war. Dann, also ich habe hier hinten zwei Fächer, einmal Laptopfach, hier kann ich ja noch Zettel reinmachen, wenn ich ein iPad dabei hätte, hätte ich das hier auch noch reinmachen können. Von der Polsterung ist der Rucksack schön bequem. Ich habe ein Brust, keine Ahnung, wie man sowas nennt, Gurt, Gürtchen, Clip, wie auch immer, höhenverstellbar. Das heißt, je nachdem, wo ich den Rucksack habe, kann ich das nach unten machen. Genauso kann ich es aber auch, ganz einfach abnehmen. Ich finde es aber immer ganz angenehm beim Tragen, dementsprechend lasse ich es dran. Zweites Kriterium war, dass ich den Rucksack auch als normalen Rucksack verwenden kann, wenn ich beispielsweise übers Wochenende einen Auftrag habe in Mainz und bin übers Wochenende dort, mache zwar einen halben Tag Fotos, aber schlussendlich bin ich dann auch noch in der Stadt unterwegs und brauche einen Rucksack. Ja, wollte ich einen Rucksack, den man nicht hinten, oft hat man die Möglichkeit, den hinten aufzumachen, dann die Kamera rauszunehmen, finde ich aber für den Alltagsgebrauch nicht ganz passend. Dementsprechend war das für mich nicht, ist die Wahl nicht auf so einen abnehmbaren Rückenpolster-Rucksack. War für mich nicht interessant. Bei dem Rucksack ist es so, dass ich an der Seite ein Fach habe, wo ich quasi die Kamera rausnehmen kann. Also ich habe das Kamerafach, was ich, wie das meistens bei den Rucksäcken ist, mit so modularen Klettverschlussgeschichten, je nachdem, wie halt die Fotoausrüstung ausschaut, kann man das halt hier bepacken. Ich habe jetzt hier ein 50 mm, 35 mm und das 70-200 hier dabei gehabt. Hier oben hat man die Speicherkartenfächer. Packe ich jetzt mal aus. Und dann habe ich eben den absolut coolen Vorteil, dass ich dieses Kameramodul rausnehmen kann. Das heißt, das habe ich auch ab und an gemacht, wenn ich dann mit einer Umhängetasche unterwegs war, habe ich nur dieses Modul genutzt und habe das einfach in meine Umhängetasche reingesteckt und hatte so quasi eine kleinere Tasche dabei und die Kamera war bestmöglich geschützt. So, das heißt, eben mal hier die Tasche und die Möglichkeit, da die Kamera einzupacken mit dem modularen System. Dann habe ich hier vorne verschiedene kleine Fächlein. Gucken wir mal, was ich dabei habe. Notizbuch mit Kugelschreiber, Visitenkarten,
Da hat man so verschiedene kleine Fächer. Hier kann man auch einen Schlüssel dranhängen. Ja, ob man das jetzt nutzt. Fürs Stativ. Akkus. Leer. Auch leer. So hat man halt die Möglichkeit, schön ein paar Sachen noch reinzupacken. Ja, ob man so viel Kleinzeug dabei hat, ist immer die Frage. Aber schlussendlich hat man da eben die kleinen Fächer, wo man kleinteiliges Zeug reinpacken kann. Und dann habe ich hier oben das noch ein großes Fach. So, das kann ich jetzt schwer zeigen. Ist egal. Habe ich mein Laptop-Ladekabel und einen Blitz und einen Blitzaufsatz. Also da kann man quasi einfach reinstopfen. So. Und jetzt, ich versuche euch das jetzt doch mal kurz. Ah, hier habe ich noch vergessen. Stativ. Also ist jetzt nicht mein Hauptstativ, aber für zum Mitnehmen ist es absolut ideal. Ein kleines Reisestativ. Kann man auch Trinkflaschen oder irgendwas dergleichen reinstecken, aber passt super mit dem Stativ. So, und jetzt hier das Hauptfach, um euch das kurz einmal zu zeigen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber ich habe halt quasi wie ein Netz. Das geht, also ich habe hier unten die, wo eben das modulare System drin ist, was jetzt leer ist. Und dann sieht man, hier hängt so ein kleiner Sack drin. Jetzt habe ich entweder, okay, ich kann den Rucksack so nutzen, sagen wir, ich bin sportlich unterwegs, dann könnte ich hier meine Schuhe reinpacken. Und könnte meine Schuhe extra rausnehmen oder ich hätte meine Klamotten dort drin und könnte oben mein Lunch-Paket reinstecken, wie auch immer. Wenn ich aber sagen würde, ich wollte das Ganze als solches, habe ich die Möglichkeit, dieses Netz, was hier oben drin ist, mit Reißverschluss abzumachen und in so ein kleines Säckchen reinzustecken. Und dann habe ich die Möglichkeit, quasi den Rucksack, wenn ich ihn zu habe, unten zu habe, also auf der Seite zu habe, dann habe ich einfach einen Rucksack, sag ich mal, wo ich entweder von unten ausräumen könnte, beispielsweise, genauso aber einfach eben wie einen normalen Rucksack auch den von oben voll mache. Deshalb, also es ist einfach erstens finde ich ihn optisch schön rustikal. Ja, ich gehe mal davon aus, dass er auch ziemlich wasserdicht ist, hier oben und vorne und so weiter. Bequem vom Tragen, wenn viel drin ist, Laptop, Stativ, Kamera, Objektive ist ja auch ziemlich schwer. Das heißt, besonders der Tragekomfort, wenn man viel von A nach B rennen muss, ist es schon ganz angenehm. Es passt viel rein und vor allem der 15 Zoll Laptop und eben ich kann den Rucksack auch als normalen Rucksack nutzen. Mache ich privat nicht. Also ich gehe jetzt nicht her und sage, ich brauche einen Rucksack. Ich will in die Stadt kurz einkaufen gehen, dann nehme ich natürlich einen normalen Rucksack. Da funktioniere ich jetzt nicht meinen Fotorucksack um. Aber wenn ich jetzt für einen Fotoauftrag über ein Wochenende im Hotel bin und dann abends nochmal, keine Ahnung, eine Runde in die Stadt möchte, ein paar Sachen einkaufen, dann brauche ich ja nicht zwei Rucksäcke mit mir umschleppen. Deshalb kann ich dann meinen Rucksack umfunktionieren. Von der Machart finde ich den wirklich hochwertig. Ist, wie gesagt, super bequem. Rückenpolsterung passt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo er kostentechnisch liegt. Ich glaube, um die 150, 200 Euro ist für einen Fotorucksack mit 15 Zoller Laptop-Tasche absolut normal, gang und gäbe. Und Thule ist eigentlich meiner Meinung nach, also kannte ich vorher gar nicht, aber ich glaube, die machen viel so Dachboxen. Kommen aus Schweden,
ja, also haben überhaupt nicht den Fokus auf Fotorucksäcken, aber dafür finde ich es ein absolut gelungenes Produkt. Genau, das wollte ich euch jetzt einfach nur kurz präsentieren, weil ich eben heute wieder am Reportage-Fotoauftrag war und wieder absolut zufrieden mit dem Rucksack war und dachte, ich mache jetzt einfach spontan ein kurzes Video. Ich hoffe, das war soweit in Ordnung und wenn noch Fragen sind, könnt ihr mir gerne entweder eine E-Mail schreiben auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen per Privatnachricht, genauso aber auch die Kommentarfunktion unter dem Video nutzen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben, Video teilen, wie wisst ihr, wie es geht. Und für weitere Videos folgt gerne meinem Kanal. Alles klar, dann wünsche ich euch noch alles Gute, bis zum nächsten Video und bis bald. Macht's gut. Ciao.